So, ich bin immer noch Gepäck mit am Reintragen. So, einem Kamerad geschwätzt. Jo oder ne? Jo oder ne? Jo oder ne, Sensei? Jo oder ne? Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was, Alter! Alter, was ist denn? Was macht denn der? Der hat mich. Alter, was ist. Was passiert hier? Alter, ich häng am Karren fest! Hallo! Was ist das denn jetzt? Jetzt haben wir ja noch mehr die Arschkart. Geht das hier im Kreis? Guck mal, wo wir da rumlaufen jetzt, mitten im Nichts. Dauert wohl ein bisschen länger, unser Gepäck da jetzt inzu. Guck mal, wie weit das weg ist. Oh Mann. Was war das gerade? Wo sind wir hier? Gleich kommt die alte Hex, von denen sie uns erzählt hat, die uns in den Baymove hängt. Hoffentlich nicht. So weit ist es gar nicht. Was ist denn das? Hä? Ich komme damit zurück. Da ist ein Licht. Das ist das Auto. Was ist hier los? Ich komme damit zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Komm jetzt weg. Das ist lächerlich. Bup, bup, bup. 5 Einheiten hin raus. Bup, 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 bup. Lächerlich, Alter. So, lächerlich ist das. Ich bin voll rausgepackt. Ich komme damit zurück. Oh, Alter, was ist denn das so jetzt? Warum ist das passiert? Guck mal, wo es so lang geht. Das ist eine unsichtbare Wall. Bugs suchen. Aber echt. Komm ich von hier aus durch? Ich bin voll rausgeglitscht. Kann ich jetzt hier den ganzen Weg... Nee, das ist ja ein neu geladenes Gebiet. Komm ich hier rum rein? Alternatives Ende. Ah, ich komme hier rein. Wie geil war denn das? Ach, ich kann mehrere Sachen auf Emo holen. Ich hatte nur 2 Hände. Ach, ich trage doch alles einzeln. Alternatives Ende. Geil. So. Ach, man kann 2 Sachen auf Emo holen. Ich renne die ganze Zeit auf jede Sache hin und her. So, jetzt müssen wir es aber packen, ey. Ich will noch in Teil 3 reingucken. Auf jeden Fall jetzt. Das Schreien hat nichts gebracht. Jetzt müssen wir ihn reinlassen, ne? Hilt uns. Oder es wird seltsam. Es wird seltsam. Ich glaube, es wird sehr seltsam. Das wird bestimmt ein Gespräch. Denk auf. Kraft, hol mir jetzt einen verfickten Emulator, schiete mich bis dahin vor und dann mache ich die Scheiße richtig, ey. Ohne Witz.
Leise deinen Fernseher auslassen und reinlassen. So richtig so. Willst du reinkommen? Aber sei leise. Sonst könnte uns noch jemand hören. Komm rein. Tritt ein. Nimm Platz. Gleich hier. Und dann will ich mal wissen, ob er noch mutig genug ist, da reinzukommen. Selber zum Psycho gehen, ne? So, ich will das Gefühl nicht los, dass einfach nicht stimmt. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Geh mal hin, Renta! Da ist die Drecksau! Und das Auto steht hier auch nicht. War das der andere vom Zimmerservice? Mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ja, oder? Stell dir mal vor, du bist ein Psycho-Killer. Dann stehst du vor der Tür, nimmst das junge Mädchen, schnapp ich jetzt und auf einmal macht er so. Da kann doch. Wuhu, nimm mich. Hier bin ich. Alter, der wäre so verwirrt, glaube ich, in dem Moment. Das wird doch niemals... Ich weiß gar nicht, wie man da reagieren wird, wenn man die Show so richtig durchziehen wird. Das wäre der absolute... Ich weiß gar nicht, wird das... Es wird einen komplett verwirren. Oder einen auf schwerbehindert machen. Ja, gut. So schwer fällt mir das eigentlich nicht immer. Sei einfach du selbst. Wollen sie reinkommen? Ja oder nee? Ja oder nee? Ich wollte nur kurz ja oder nee. Ich glaube, ich gehe besser. Ja oder nee? Dad, eine Textnachricht. Nicht jetzt, Dad. Ich bin beschäftigt. Ich sehe nicht, wo es ist. Man sieht nicht, wo man hinspringt. Mann! Psycho Andreas, halt, stopp. Hier ist Obst im Haus. Haben wir doch. Nein, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ah, jetzt kommt da die Tür. Leertaste zum Aufstehen. Da geht er rein. Wir haben dich dabei erwischt, wie du Lüstling bist. Wir machen den Fernseher an. Und dann kommt der andere NPC von da hinten rüber marschiert und sagt, wir sollen leise sein. Warum klappt das jetzt? Wenn nicht, gehen wir die Ideen aus, ne? Wie wir da jetzt überleben können. Wir müssen jetzt mit ihm reden. Wir haben jetzt alles probiert. Wir haben sogar die komplette Folge Superman geguckt. Ach, kommt nicht. Komm doch jetzt, Mo. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. This amazing stranger from the planet Krypton. The man of steel. Willkommen bei Ghost Spectre. Eine Eclipse muss ich mal neu reinziehen, noch im Stream. Das Schlimme ist, man ist manchmal selbst so drin, dass man selber nicht mitkriegt, was für eine Kacke man gerade von sich gibt. Komm doch mal bei! Was ist denn? Oh Gott, ich will nicht an den Schrank! Da huckt da drin und lacht und kichert. Mach doch mal auf jetzt! Komm doch mal bei!
Telefon geht auch nicht. Ich kann den Fernseher vielleicht wieder ausmachen, vielleicht kommt er dann. Ah. Kommt nicht. Das haben wir doch irgendwie schneller getriggert. Ah, ich muss mich, glaube ich, wieder ins Bett lehnen. Komm rein, sei aber leise. Perfektes Intro für den Stream. Komm rein, sei aber leise. Machen wir mal auf. Habe ich dir nicht ausdrücklich, bla 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 bla, die Kaffeemaschine zeigen. Ja, führe Joe, zeig die Kaffeemaschine. Wo ist sie denn jetzt? Komm rein, ich zeig dir mal die Kaffeemaschine. Komm. Komm rein. Ja, Mann. Komm her mit deinen sexy Riesenlippen. Ja. Oh, Joe. Mein Retter. Und er klitscht einfach durch die Tür. Hat er eine dicke Oberlippe. Ja, er saß noch. Beim ersten Mal richtig die Hosen voll gehabt jetzt hier. Mittlerweile, na gut, was will man machen? Wie kann, soll ich dir rein? Willst du nicht noch mit nach oben kommen? Da zeige ich dir meine Kaffeemaschine. Ich schwöre bei Gott, dass sie hier war. Bla bla bla. Hörst du mir nicht zu? Geh in dein Zimmer. Ja, ich geh doch jetzt. Nerv mich nicht. Ist der Kerl jetzt so rausgegangen? Oder ist er noch drin? Gibt's auch andere Optionen? Also irgendwas machen wir hier falsch, ne? Vielleicht müssen wir gar nicht im Haus bleiben. Der Schrank ist offen. Der ist raus. Okay. Der Kerl ist raus. Wir nehmen die Tabletten. Den scheiß Fernseher aus. So, wir müssen da reinlassen, haben wir gesagt, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das Szenario doch noch so schwierig wird, ne? Ich habe gedacht, da hast du zwei, drei Möglichkeiten. Das Telefon war nix. Gönn da die Pillen, das ist gar kein Problem. Da macht der Perverse wieder Fotos. Wir müssen jetzt mit ihm reden und reinlassen. Was jeder normale Mensch machen wird. Einmal erwischt damit, das kostet mich auf jeden Fall jetzt. Hallo? Bitte öffne die Tür. Ich brauche Hilfe. Was willst du? Bitte. Ich brauche Hilfe. Bitte öffne die Tür. Es ist aber noch nichts passiert. Ich habe noch eine Idee. Wir machen die Tür auf und machen dann Lärm. Das dauert ewig, aber das Hingerenne ist immer so. Naja, komm. Junge, mein Herz. Obwohl wir wussten, was passiert. Oder hast du ein bisschen. Nee, du bist schon länger dabei, oder? Huch. Ah, oh, das dauert. Ich bin vorhin erst, achso, du bist erst dazugekommen. Kannte das noch nicht. Ah, boah. Dann lasse ich mal alle Neuen jetzt noch einmal aufklären. Wir spielen das Spiel, du spielst quasi ein Szenario. Ne? Oder immer so verschiedene Szenarien. Wir sind jetzt im Szenario, wir sind über eine Landstraße nach Hause. Und die Leute haben uns schon die ganze Zeit gesagt, wir müssen aufpassen, keinen Anhalter mitnehmen. Ne? Irgendwie, es wären wohl Leute verschwunden hier. So, wie alles so übel will, ist uns dann die Karre verreckt und so ein seltsamer Typ hat uns mitgenommen und uns hier dann, ja, rausgelassen im Motel.
Und dann passieren halt nachts die Sachen, ne? Da kommen dann Leute und beziehungsweise diese eine Person und lasst sie mir aus dem Haus. Wir kriegen zwei Handy-Nachrichten. Hier haben wir gerade jetzt noch Empfang. Und da ist der Empfang wieder weg. Ja, und wir kommen nicht mehr aus der Situation raus. Und deswegen sind wir dann hier in diesem Hotelzimmer. Und abends kommt halt dieser Kerl vorbei, der nicht mehr geht. Und so, man muss halt wirklich überlegen, wie würde man mit dieser Situation umgehen? Und das ist halt das Coole an dem Spiel. Im Szenario 1 waren wir allein in unserem Haus. Eine andere Person, es ist jedes Mal eine eigene neue Story. Und deswegen, ich wollte heute eigentlich noch Szenario 3 anfangen, aber wir kommen hier nicht raus. Der Killer kriegt uns immer wieder. Das Spiel ist ziemlich cool irgendwie, ja. Es macht richtig Laune. Es ist zwar jetzt wirklich, ne, ein Indie-Game, klar, aber es macht richtig Laune irgendwie, weil man sich... Man kommt sich so halt so hilflos in dieser Situation vor. Ja, die Grafik ist natürlich, es ist ein Indie-Game. Hand aufs Herz, ist nicht wirklich von Bedeutung bei dem Spiel. Wobei ich mag diesen Charme sogar tatsächlich. Es hat Charme. Sieht so aus, als würde man 80er Jahre Videofilm gucken aus einer Videokassette. So, die Frage ist jetzt, ich lasse ihn jetzt rein, ich mache die Tür auf, versteck mich dann im Schrank, mach den Fernseher auf, laut. Wir machen die Tür auf, ich versteck mich im Schrank, Fernseher laut und schreien. Und dann wird hier wohl jemand kommen. Hoffentlich. Auf der anderen Seite ist jemand da, der uns helfen kann. Der fährt weg. Der ist es, glaube ich, nicht. Wenn die Gesichter nur so Texte. Die gucken einen so leer an, ne? Mit ihren leeren, leblosen Blicken. Es ist irgendwie. Vielleicht weil die Fantasie, ich habe vorhin noch gesagt, wenn es ein gutes grafisches Spiel wäre, wäre es vielleicht gar nicht mehr so gut. So lässt die Fantasie einem noch richtig viel Spielraum, auch mal selbst zu entscheiden. Ist dieser Mann krank oder nicht? Schönes junges Mädchen, ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Wie wäre es mit einem Dankeschön? Morgen früh repariere ich noch dein Auto. Dann können wir zum Horizont fahren. Zeig mir doch dein Haus. Ich würde so gern deine Eltern kennenlernen. Du hast bestimmt auch ein Haustier. Du siehst mir aus, als hättest du ein kleines Hündchen. Ich habe auch ein kleines Hündchen. Darf ich mit dir mitfahren? Oh, du warst auf einer Convention. Weißt du, ich mache auch Cosplay. Der Links ist definitiv krank. So, Und er holt mich wieder mit. Ne, diesmal nicht. Ja. Fleisch ist drin. Wir legen uns ins Bett. Ich muss meine Sachen ins Zimmer räumen. Haben wir doch nicht alles. Oh. Doch, ich hab alles im Zimmer. Da ist nichts mehr. Wenn ich seitlich gehe, bin ich schneller. Ich muss meine Sachen ins Zimmer räumen. Da sind sie doch, die Sachen. Wo soll ich sie noch hinräumen? Skateboard fehlt. Wo ist das Skateboard? Warum fehlt das Skateboard? Oh nein, wo ist ein Skateboard jetzt? Ah, wie oft habe ich die Sachen heute an diesem Abend schon ins Zimmer geräumt? Wo ist denn jetzt das Dreck-Skateboard? Jetzt mal ohne Witz, ist es weg? Da ist kein Skateboard. Will der mich... Hab ich das unterwegs fallen gelassen? Oh, Alter, echt jetzt? Es ist weg. Es ist weg. Ist kein Skateboard.
Ach doch. Wo kommt denn das da hin? Sollen wir gehen schlafen? Jetzt kommt der Karl. Hallo. Nenne es Voraussicht, aber an diesem Ort ist etwas sehr abwegig. Ich werde jetzt allein nach draußen ins Dunkle gehen und mir einen Kaffee holen. Naja, ich weiß, dass du da hinne bist. Man packt's nicht. Man schafft's nicht, an ihn dran zu kommen. Vielleicht ist das schon der Fehler, aber mich. Sie macht halt nichts mehr außer diesen Kaffee. Sie will unbedingt diesen Kaffee. Steuerung invertiert. Vielleicht mache ich hier schon einen Fehler. Da hinten ist der Lieferwagen. Wir gehen jetzt rein. Was schreibt denn eigentlich unser Dad? Habe ich ja schon mal vergessen. Ah, kann man nicht lesen, weil blind. Das lesen wir mal gleich. Genau, wir haben nie gelesen, was der Dad noch geschrieben hat. Weil die Pillen immer noch nicht verdaut sind. Vielleicht ist das noch ein Hinweis, was wir machen müssen. Gucken, was der Vater uns geschrieben hat. 3.18 Uhr. Ja, wir machen jetzt... Genau, wir gehen jetzt... An der Stelle würde ich nach dem Hallo einfach im Schrank hocken bleiben, ohne nochmal kurz rauszugehen. Ja, jetzt hockt er hier im Schrank. Da hat er uns das allererste Mokrit. Ich brauche mich um das Telefon. Dann das irgendwann ist das Telefon Mogang. Ich habe schon nicht verstanden, wann ich was trigger. Raff's nicht. Vielleicht war es zu laut. Wohin jetzt bei dem Hallo? Aber er wusste, dass ich da bin. Ja, vielleicht war ich zu laut. Okay, vielleicht muss ich einfach mal ganz leise im Schrank sein. Stimmt, beim ersten Mal habe ich um Henry guten Tag gesagt. Passiert denn da jetzt nichts? Ja klar, Henry, Enna muss schuld sein, im Zweifelsfall bist du das. Oh, es passiert nichts. Wie habe ich denn das vorhin getriggert? Dass der Kerl kommt. Ich habe die Nacht Albträume von diesem Nachrichten kann ich nicht lesen, weil ich noch high bin. Hallo! Kommt der jetzt oder nicht? Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit Superman zu gucken. Dann lese ich ins Bett. Kommt nicht. Ich bleibe bis Dolin.
ist denn das? Kommt einfach nicht. Telefon geht auch nicht. Passiert nichts mehr. Was ist denn das da jetzt? Hallo? Ah, jetzt. Servus. Dem zeigen wir jetzt die Kaffeemaschine und die ist dann verschwunden. Der steckt doch mit drin, Klavisch. Achtung, was verarsche, das Rätsel nicht Superman zu schauen, sondern er muss dich retten. Hinne lauft da. Ich schwöre bei Gott, sie war hier verlassen. So, jetzt muss ich ab zum Zimmer. In der Schublade sind Pillen, die würden mir helfen. Also wenn man high ist, hat man rechts einen roten Punkt. Wieder was gelernt. Ja, genau so sieht das aus. Schrank ist zu, Schrank ist auf. Ich kann mich nicht einfach hinlegen. Ne? Ich muss diese Pillen schlucken. Ich versuche jetzt noch, Nachricht von unserem Dad zu lesen. Das haben wir die ganze Zeit vergessen. Von dem ganzen Trubel. Wenn das Hinspielen dahin nicht immer so lange dauern wird, das ist jetzt ein bisschen. Auf jeden Fall antworten wir jetzt erstmal noch nicht. Wir gucken erstmal, dass wir die Nachrichten lesen. Oh, mir geht. Ich hatte ja gesagt, dass du sie im Flug. Holy, es ist wirklich spät, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht es dir gut. Mir geht es gut, Papa. Wann hat denn das geschrieben? Jetzt? Schon die Feststelltaste aktiviert. Ja oder nee? Ich kann dem nichts schreiben, okay. Ja, dann. Dann lehnen wir uns mal hin.